ablegen. Jetzt Safte anheben. Hier kommt sie wieder. Seht mal, eine Frucht. Nee, danke. Das sind unsere einzigen Ruben. Wir wollen nicht, dass sie mit klebrigem Zeug bekleckert werden. Das ist die Antwort auf euer Rätsel. Aber es ist nur eine Frucht. Mit einem Kern darin. Oh mein Gott. Es ist so einfach. Wieso sind wir nicht selbst darauf gekommen? Oh Mann, wir haben uns den ganzen Tag darüber den Kopf zerbrochen. Aber was hat das mit der Pyramide zu tun? Oh, nichts. Nur etwas, das uns unsere Freundin Becky Yorn heute Morgen erzählt hat. Sie hält sich für so schlau. Ich kann es kaum erwarten, ihr die Antwort unter die Nase zu reiben. Also, kann ich jetzt hineingehen? Ah, ja, ja, meinetwegen. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe hinein. Okay. Ich frage mich, was dieses Symbol bedeutet. Ich schätze mal, dass sie hier ihren alten Gott begraben haben. Ich schätze mal, dass sie hier ihren alten Gott begraben haben. Da ist schon wieder dieses Symbol. Es ist dasselbe religiöse Symbol, nur dieses hier ist eingelassen, wie ein Sockel für etwas. Oh, hey, du hast meine Steuerschalteinheit gefunden. Das ist fantastisch. Jetzt kann ich dieses Schiff starten und zurück nach Loruna fliegen. Gern geschehen. Oh ja, danke, dass du meine Steuerschalteinheit gefunden hast. Ich habe sie beim Absturz verloren und konnte sie nirgendwo finden. Ich habe den Einheimischen ein Bild davon gemalt und ständig wiederholt, bringt mir das, bringt mir das. Nach ein paar Jahren musste ich mich in Kryogenschlaf begeben, hoffend, jemand Intelligenteres würde vorbeikommen und es finden. Bist du der blinde Gott? Mann, das ist mir so peinlich. So nannten mich die Einheimischen nach dem Absturz meines Raumschiffs hier. Und ich habe irgendwie mitgemacht, weil, du weißt schon, Gott. Warst du wirklich tot? Nein, ich befand mich nur in kryogenischem Schlaf und das für 300 Jahre? Wahrscheinlich sind die Einheimischen, die ich hier kannte, längst tot. Irgendwie ist das ganz angenehm. Sie waren doch ein wenig lästig. Um ehrlich zu sein, war das mit ein Grund für meine Krysulation. Hat dein Schiff irgendwelche Waffen? Hey, wow. Da gibt es ein riesiges Monster, das Dörfer zerstört und junge Mädchen frisst. Und es könnte vielleicht sogar schon... Meine ganze Familie könnte... Wie auch immer. Ich muss ein schreckliches Monster fertig machen. Wirst du mir helfen? Ich meine sicher, ich schulde dir was. Aber mein Schiff war nicht mit Waffen ausgestattet, soweit ich weiß. Ich guck mal, sobald dieser Schrotthaufen wieder läuft und sag dir Bescheid. Wir befinden uns also in einem Raumschiff? Nur auf dem oberen Überwachungsdeck. Der Rest davon ist darunter begraben. Ich muss noch ein paar Leitungen reparieren, bevor ich überhaupt erst hineinkomme. Kann ich helfen? Komm darauf an. Weißt du irgendwas über Raumschiffe? Nein, ich bin nur eine Bäckerin aus Zuckerdosendorf.
Zuckerdosendorf? Ist das so ähnlich wie das Stahlhartdorf? Als ich zum ersten Mal gelandet bin, gab es diesen Ort Stahlhartdorf, vor dem alle Angst hatten. Offenbar ist dort alles voller knallharter Typen. Was ist Lorona? Das ist mein Heimatplanet. Zumindest war er das. Wer weiß, ob es überhaupt noch existiert. Was machen all diese Geräte? Das ist das Hauptüberwachungsdeck meines Schiffes. Dieses Zeug scannt hauptsächlich nach Lebenszeichen oder bewohnbaren Welten. Alles, was bei der Mission helfen kann. Was war deine Mission? Operation Löwenzahn. Lorona ist langsam gestorben. Dieses sollte uns eine neue Chance in einer neuen Heimat ermöglichen. Stattdessen sind wir hier abgestürzt. Wie ist dein Schiff abgestürzt? Ich denke nur ungern darüber nach, aber es kann sein, dass ich schuld war. Ich habe versucht, mich in die Schiffssteuerung zu hacken und sie zu übernehmen. Dann ist irgendwas Schräges passiert und ehe ich mich versehe, bin ich hier. Okay, bis später. Aha. Leg diese Laserspule wieder zurück. Ich brauche sie, um Licht für meinen Suchstrahl zu erzeugen. Ich putze sie nur. Oh, schöne Farben. Ups. Hey, das war mein Verstärkerkristall. Wie soll ich ohne ihn jetzt die Daten vom Suchstrahl ablesen? Es tut mir leid. Ich werde dir einen neuen besorgen. Vergiss es. Alles, was ich will, ist, von hier wegzukommen. Und dazu brauche ich keinen Suchstrahl. Ich fühle mich schuldig, weil ich diese Laserspule geklaut habe. Ich sollte sie wohl lieber zurückstellen. Der obere Sockel ist leer. Ja, weil du meine Laserspule gestohlen hast. Und die legst du besser wieder zurück. Der untere Sockel ist leer. Ja. Du hast meinen Verstärkerkristall kaputt gemacht, weißt du noch? Ich werde ihn ersetzen. Versprochen. Nee, das benötigt keine neue Sonne. Besonders keine antike aus Kristall. Da. So gut wie neu. Gar nicht mal so schlecht. Und du hast es sogar in den richtigen Sockel gesetzt. Wenn ich recht darüber nachdenke, gefällt es mir da drin nicht. Hey, was machst du? Ich habe einen Ersatz für dein Kristalldings gefunden. Aber du hast ihn in den falschen Sockel gesetzt. Wenn du die Reihenfolge durcheinander bringst, enden wir noch als kleines Häufchen Elend. Genau. Was hast du getan? Dein Schiff repariert? Du hast den Verstärkerkristall hinter die Laserspule gesetzt. Wenn ich den mit dieser Anordnung aktiviere, ich meine, die Rückkopplung allein könnte mein gesamtes Schiff zerstören. Ich könnte die zusätzliche Energie eventuell aus der Ziel-Iris ableiten, aber das würde nur eine mächtige Waffenkonstruktion. Ach, was soll's? Ein Todesstrahl ist halt ein Todesstrahl. Hurra! Und dann habe ich Becky gesagt, du bist so hässlich. Ich bin froh, blind zu sein. Blind! Okay, die Ziel-Iris hat 300 Jahre Rost auf dem Buckel, aber es sollte hinhauen. Ich versuche, das Monster an einen guten Platz zu locken. Du kannst die Waffe mit diesem Fernauslöser abfeuern. So etwa? Okay, schalt's ab. Clarence, warst du das? Hör auf damit! Feuere nur kurze Salven ab. Oder deine selbst gebastelte Schaltung verursacht hier oben noch eine Explosion. Wie soll ich mich dafür bloß bei dir bedanken? Weißt du was? Die ganze Zeit auf diesem Raumschiff wollte ich immer nur so nützlich sein, wie ich es jetzt bin. Naja, wünsch mir Glück. Hey, wenn du wirklich aus Stahlhartdorf bist, brauchst du es bestimmt nicht. Ein bisschen nach links.
Hey, machst du einfach Pause? Wir haben so einen daheim. Damit machen wir umgedrehte Kuchen. Okay, jetzt umdrehen und ablegen. Schneidet dieses Band endlich durch. Das Band dient zu eurem Schutz. Die Arena ist immer noch nicht fertig. Okay, zieh ihn langsam hoch. Das Einzige, was ich mit diesem Knopf tue, ist Mock Chopra abzuschießen. Nein, das muss weder dickflüssiger noch klebriger werden. Nicht schon wieder. Packst du ihn noch eng genug zusammen, Clarence? Ich glaube nicht, dass die Arena dadurch schneller fertig wird. Warte auf die Flut! Marshidun? Hm? Und jetzt? Geht der Bau besser voran? Ja, der Sand zerfällt. Und ich gleich mit. Ich überlasse sie besser wieder den Vorbereitungen. Ja, ja. Diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Hier, damit hält die Sandmischung besser zusammen. Wirklich? Woher weißt du das? Ich bin Bäckerin. Ich kenne meine Zutaten. Ich würde momentan alles probieren. Hey, Clarence, bring die Ladung hier runter, ja? Ich hoffe, du hast recht. Es hat für mich noch jedes Mal geklappt. Wie oft hast du es probiert? Nie. Sch, es geht los. Hier kommt eine Welle. Ich kann nicht hinsehen. Was habe ich gesagt? Das nenne ich eine Sandburg. Jetzt kannst du losgehen. Meine Damen und Herren, die Show beginnt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Mädchen. Schlagen, aber nicht mit zwei. Feuer frei. Hier drüben, du hässlicher alter Mops. Mach den Laser bereit. Drück drauf. Mach dich schussbereit! Mach dich schussbereit! Bringt nichts, selbst deine Augen sind gepanzert. Mach dich schussbereit! Hier lang, mir nach! Ich glaube nicht, dass ich durch diese dicke Haut komme.